Hallo, liebe Leute, Freunde des Spiels 7 Days to Die. So weit sind wir bis jetzt gekommen gestern. Und der restliche Haufen, der geht vielleicht eine halbe Stunde, Stunde weg. Das heißt, da mache ich dann erst weiter, wenn ich soweit bin und da weitermachen muss. Für heute ist erstmal angesagt, wieder ein bisschen Gras besorgen. Eventuell ein bisschen jagen gehen. Und dann auch ein bisschen bauen. Ich hatte hier die Tage irgendwann mal eine Apotheke gekennzeichnet. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wo die hin ist. Schade eigentlich. Eventuell ist sie hier, aber das ist mir jetzt alles zu weit. Moment. Thank you.
Dann fangen wir erstmal an mit ein bisschen Gras holen. Habe ich hier gekennzeichnet. Ja. Was ist das denn? Wieso funktioniert das denn nicht mit einmal? Ja, also geht doch. So, 200, mehr als 200 Kakteen haben wir jetzt abgebaut. Das heißt, wir müssten einige tausend Plantfievers haben. Ich suche mir mal Babaka ein Auto oder ein ähnliches Müllgefäß, wo ich dann, mein Gott, wie weit ist das denn weg? Oder ein ähnliches Müllgefäß, wo ich die ganzen, wie heißen die? Yucca-Fruits reinpacken kann. Weil, die brauche ich heute nicht mehr mitnehmen. Wir haben davon so viel zu Hause. Und solange man davon kein Tequila machen kann, sind die eigentlich überflüssig im Moment für mich. Die Federn lasse ich auch liegen. Ich meine, ich habe genug erstmal. Das, was ich nicht habe, ist Platz im Bag. Erst 3500. Dann machen wir nur welche. Könnte sein, dass da drüben in der Stadt schon wieder alles gespammt ist, aber ich weiß das nicht genau. Die Respammzeit ist immer noch bei 50 Minuten und deswegen kann ich mir auch nicht sicher sein. Ich fahre in die nächste links, weil in der Stadt ich auf gar keinen Fall die Chemiestation gesehen habe.
vermute die Chemiestation hier in dem Gebäude. Und wenn wir da sind, sind wir auch schon fast wieder zu Hause. Das ist schön. Na, wo ist jetzt der schönste Weg nach Hause? Ich hatte ja eigentlich vor, die nächste Zombie-Folge hier oben auf der Plattform zu machen. Also ich müsste Aufgänge an den äußeren Seiten stellen und eventuell Abgänge an den inneren Seiten. Aber dann komme ich ja im Spiel nicht weiter. Schade eigentlich. Ich mache erst die äußere Reihe, dann die innere Reihe und dann kann ich da auch weiter drauf bauen. Weiß ich, der Frame wird kaputt sein. Nee, doch nicht. Das wird wohl mehr als eine Nacht dauern, bis ich hier alles aufgewertet habe. Ja, egal, ist ja sowieso Nacht.
Tut mir leid, weil ich jetzt die Runde machen muss, aber sonst komme ich hier heute nicht weiter. Hier bin ich einmal falsch, zwei oder dreimal falsch. Das heißt, ich muss die Betonblöcke ein weiter nach innen ziehen. Alle. Ich glaube, ich bleibe bei 4 Höhe, 5 brauche ich hier.
mal ein Mädchen spielt, der Himmel ist rosa. Ja Leute, die Sonne geht weg. Der Tag ist wieder vorbei. Wenn ihr wollt, sehen wir uns morgen wieder am Tag 73. Ich werde hier noch erstmal aufwerten. Und dann gucken, wie weit ich komme in der Nacht. Ansonsten geht es morgen auf die gleiche Weise mit weiter mit derselben Blödsinn, ja, Mauer. Okay. Ich sag mal ciao, ciao und bye bye. Und bis denne.